Anna, wie funktioniert Datenreduktion? Stopp, nicht so schnell. Um zu wissen, wie, ist es sinnvoll, zuerst einmal zu wissen, was Datenreduktion genau bedeutet und wozu und wann man das braucht. Aha, also gut. Was ist Datenreduktion? Datenreduktion oder Datenkompression ist die Verkleinerung der Dateigröße, um Audiodateien kleiner zu machen. Und was ist ein Kompressor und was macht er überhaupt? Ein Kompressor schränkt die Dynamik ein. Was meinst du mit Dynamik? Vereinfacht gesagt ist Dynamik die Differenz zwischen dem leisesten und dem lautesten Ton in einem Stück. Interessant. Ist Datenkompression immer notwendig? Warum werden Daten eigentlich komprimiert? Unkomprimierte Dateien brauchen viel Speicherplatz. Die Übertragungszeit verkürzt sich durch Datenkompression. Du kannst dadurch Musik über Netzwerke austauschen, Radio und Musik übers Internet hören und Videos auf mobilen Geräten anschauen. Aber wie genau funktioniert Datenkompression? Die einzelnen Sequenzen eines Musikstücks werden darin analysiert, was wir überhaupt hören können. Was wir nicht hören können, wird nur grob gespeichert. Durch eine Datenkompression werden somit auch redundante Informationen entfernt. Leidet dabei nicht die Musikqualität? Sehr gute Frage, Adam. Die Qualität hängt von mehreren Faktoren ab. Wenn aus den komprimierten Dateien wieder exakt die Originaldatei gewonnen werden kann, spricht man von verlustfreier Kompression. Wenn aber ein Teil der Information verloren geht, spricht man von verlustbehafteter Kompression. Anna, kannst du mir das genauer erklären? Bei der verlustfreien Kompression lassen sich die originalen Daten wieder zu 100% herstellen. Diese Datenreduktion arbeitet im Prinzip wie ein ZIP-File. Es wird versucht, durch Algorithmen die Daten so klein wie möglich zu bekommen. Zahlenwerte, die immer wieder vorkommen, werden durch ein kurzes Codewort dargestellt. Und welche Dateien sind das? Die bekanntesten verlustfreien Audioformate sind zum Beispiel MLP, FLAC oder ALAC. Bei der verlustbehafteten Datenkompression lassen sich die originalen Dateien nie wieder zu 100% herstellen. Hinter der verlustbehafteten Datenkompression stecken aber meist intelligente Algorithmen, die Dinge weglassen, die wir nicht hören können, weil andere Töne gerade lauter sind und von diesen verdeckt werden. Und hört man dabei einen Unterschied? Wenn man die verlustbehaftete Datenkompression in Maßen betreibt, dann hört man keinen Unterschied. Bei der Umwandlung gehen zwar gewisse Daten für immer verloren, die Qualität der Musik bleibt aber praktisch gleich. Und hast du auch dafür ein paar Beispiele? Die bekanntesten verlustbehafteten Audioformate sind MP3, AAC, OGG oder WMA. Solche Dateien sind nur für den Endkonsumenten und nicht für weitere Bearbeitung gedacht. Warum? Eine verlustbehaftete Kompression ist immer wieder verlustbehaftet. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein MP3-File zum Schneiden entkomprimiert und es dann wieder als MP3 abspeichert, verschlechtert sich die Audioqualität weiter. Bei unkomprimierten Dateien hingegen bleibt die Qualität immer zu 100% erhalten. Du sagtest vorher, dass die Qualität von mehreren Faktoren abhängt. Richtig! Das Programm, mit dem eine Datei komprimiert wird, hat auch Einfluss auf die Qualität. Außerdem hängt die Qualität auch vom Ausgangsmaterial und verschiedenen Einstellungen ab. Auch das Datenkompressionsverhältnis spielt eine Rolle. Was bedeutet Datenkompressionsverhältnis? Das Datenkompressionsverhältnis gibt an, wie stark eine Datei verkleinert wurde. Zum Beispiel ein Verhältnis von 10 zu 1 bedeutet, dass eine Datei 10 mal kleiner als unkomprimiert ist. Großartig, Anna. Jetzt fasse ich das alles zusammen, um zu sehen, ob ich alles richtig verstanden habe. Also, leg los! Datenkompression ist eine Verkleinerung der Datenmengen, damit diese wenig Platz brauchen oder leichter übertragen werden. Dadurch werden redundante Informationen entfernt oder werden Töne, die man sowieso nicht hören kann, weggelassen. Dabei gibt es verlustfreie und verlustbehaftete Kompression.
Bei einer verlustfreien Kompression kann eine Datei zu 100% wiederhergestellt werden. Bei einer verlustbehafteten Kompression gehen tatsächliche Informationen verloren, weil hier Anteile, die nicht hörbar sind, weggelassen werden. Diese Dateiformate sind nur für den Endkonsumenten gedacht und nicht für die weitere Bearbeitung. Sehr gut, Adam.